Rasiernachmittag mit Iris Köck. Hallo zusammen, ich grüße Sie recht herzlich und ich freue mich sehr, liebe Radio Salzburg Gemeinde. An dieser Stelle darf ich nämlich wieder mal einen Gast begrüßen. Martin Locher, uns allen bestens bekannt, hat heute wieder mal den Weg ins Interviewstudio gefunden. Servus! Einen wunderschönen Nachmittag, liebe Radio Salzburg Hörerinnen und Hörer. Hallo, liebe Iris, ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf. Und wir uns. Und wissen Sie was, liebe Radio Salzburg Gemeinde, der gute Martin Locher hat auch noch die Klampfen mit, die Gitarre. Und die wird jetzt dann gleich erklingen. In diesem Sinn, schönen Nachmittag. Apropos Zeit verbringen, das machen wir auch gern und zwar miteinander. Und heute darf ich noch dazu sagen, huck die Herer, sammer mehrere. Liebe Radio Salzburg Gemeinde, wir haben wieder mal musikalischen Besuch und damit einen schönen Nachmittag an den lieben Martin Locher. Servus, Christi. Schönen guten Nachmittag, liebe Salzburg-Hörerinnen und Hörer. Iris, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Es ist mir eine Ehre. Wir freuen uns auch sehr, dass wieder mal Besuch da ist. Lieber Martin, wie geht's denn dir jetzt Ende des Lockdowns, heute der erste Tag? Was war denn dein erster Weg heute? Nach Salzburg zu euch fahren. Haben sie die ausgelassen aus Tirol? Ich hoffe, sie lassen mich auch wieder rein. Das hoffen wir doch alle. Na, ernsthaft, was wird so der erste Weg sein, wenn es jetzt nicht gerade das Interview ist? Ja, die Mama besuchen und die Oma besuchen, testen lassen davor. Ich bin da sehr vorsichtig nach wie vor mit den Sachen. Und ja, Bier trinken darf man bei uns sowieso nicht gehen. Das ist bei uns in Tirol sowieso zu. Ich glaube, ich bleibe einfach ein bisschen daheim einmal. Ist Friseur ein Thema bei dir? Ja, jetzt was sagst du wohl. Ich habe mittlerweile hinter so ein kleines Glatzele und die Haare sind schon ein bisschen dünn und die Hofratsecken von meinem Opa vererbt bekommen. Vielen Dank, Opa. Also ich brauche nicht so oft zum Friseur gehen, Gott sei Dank, aber... Na schau. Du, generell, lieber Martin, wie war jetzt diese Lockdown-Zeit für dich? Ist ja Lockdown 2, Lockdown 3, das ganze letzte Jahr war schon irgendwie ein einziger Lockdown. Wie war die Zeit für dich? Naja, ich habe am 6. März in Niederösterreich gespielt und bin dann raufgefahren. Die Stimmung war schon recht verhalten bei allen und am 12. haben sie dann alles zugetrannt. Und dann habe ich auf WhatsApp so ein Schreiben gekriegt, die Bundesregierung bittet alle österreichischen Musiker beim Fenster ein, vom Austria rauszuspielen. Und ich mir dachte, das ist sicher ein Fake. Und dann denke ich mir, gestern doch wurscht, ich reiße jetzt das Fenster auf und klampfe ein bisschen runter mit der Gitarre. Und das ist dann voll durch die Decken gegangen. Ich habe über 100.000 Reichweiten gehabt und 1.500 gefällt mir in einer halben Stunde. Und dann denke ich, das ist ein Wahnsinn. Und dann haben die Nachbarn haben mich angeschrieben, dann gesagt, hör nicht auf, bitte hör nicht auf. Und dann ist das jeden Tag ein Pflichttermin gewesen, 50 Tage lang, auf zwei Seiten raus, Nordseiten, Südseiten. Und ich sage, das war eine Wahnsinnszeit. Also wir haben eine Gemeinschaft gebildet, unglaublich war das. Du hast mir erzählt, da sind die Leute teilweise sogar extra noch irgendwie unterwegs gewesen, den Hund spazieren führen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Teilweise habe ich sagen müssen, bitte, hört auf, es darfst nicht da spazieren gehen mit den Katzen. Wenn die Katzen eine Hundebandel umkriegen, weil es erlaubt war, mit dem Haustier spazieren zu gehen. Ich meine, war die Polizei war sogar da nicht mit dem Mundschutz auf und hat Zugabe geschrien. Was nicht alles passieren kann in Lockdown-Zeiten. Ja, wir waren alle damals ein bisschen fertig, glaube ich, in der Zeit und darum hat das so gut funktioniert alles. Gut, so viel zum Lockdown Nummer 1. Lockdown Nummer 2 und Nummer 3 haben dich aber, wie soll ich jetzt sagen, kreativ ein bisschen beflügelt, oder? Ja, irgendwo habe ich angefangen, einmal das Schlafzimmer umzubauen, weil ich mir gedacht habe, so kann es jetzt auch nicht weitergehen, weil spielen darf ich nicht mehr, nachher produziere halt ein Album. Und das ist seit letzter Woche, seit 5. Februar da. Es ist das dritte Album von dir, nennt sich Heimweh. Jetzt natürlich die Frage, woher kommt der Titel und was hat es damit auf sich? Das Heimweh ist eigentlich schon ein bisschen eine ältere Nummer von mir. Ich wollte es eigentlich gar nicht draufgeben, zuerst aufs Album. Aber dann habe ich sie live gespielt am Balkon einmal und die Leute haben gesagt, das musst du unbedingt raufgeben. Es ist jetzt genau, das passt so typisch zur Zeit, weil ich habe damals geschrieben, dass ich nicht Heimweh nach einem Ort habe, sondern nach einer Zeit und teilweise nach meiner Vergangenheit, wo ich noch jung war und lange Haare gehabt habe und Bon Jovi gekocht habe. Das Heimweh ist, also es ist ein älterer Titel für dich jetzt schon, aber doch eine sehr bezeichnende Geschichte auch für diese Zeit, oder? Ja, total, weil es halt einfach früher, man ist sowas ja nicht gewohnt, dass man einfach eingesperrt wird, nicht und einfach daheim bleiben muss. Und das, also wenn das gesehen hat, das Spiel, wie teilweise die Kinder auf ihre Eltern draufpickt sind und teilweise die Männer schon ganz glasige Augen gehabt haben, weil sie das Gefühl gehabt haben, das wird nie wieder gut. Und sich auch wirklich nach der alten Zeit davor gesehnt haben, weil man dachte, das Album muss einfach, es gibt keinen anderen Titel für das Album wie Heimweh. Generell zu den Titeln, 12 Stück sind es, die drauf sind, auf diesem, was ich an dieser Stelle mal gern einfließen lassen möchte, ein wunderbar schlicht gehaltenes Album, trotzdem sehr, sehr schön. 12 Titel sind da drauf und deine Titel sind ja meist so richtig aus dem Leben. Das sind so Themen einfach aus der Realität, die kennen du, die kennen die anderen. Ich nehme an, auch auf diesem Album bist du diesem Motto treu geblieben.
das Album ist diesmal wirklich ein bisschen nachdenklich, weil ich bin irgendwann einmal am Anfang schon draufgekommen, dass die Lieder nicht ich schreibe, sondern die Leute schreiben. Ich bin nur der, der was sie umarrangiert, ein bisschen vertont und dann singt und spielt. Und dementsprechend sind es auch diesmal wieder mitten aus dem Leben raus, die Titel. Vielleicht ja auch gerade aus dem Grund, und damit lass uns nochmal zurückkommen auf dein Eingangsstatement. Geschrieben, komponiert und aufgenommen im Schlafzimmer sind diese Titel alle geworden. Wie darf man sich das vorstellen? Ja, das war Wahnsinn, das war eine richtige Challenge. Ich bin da gestanden, habe gewusst, okay, jetzt ist aus, ich muss die ganzen Konzerte absagen, kriege die ganzen Konzerte abgesagt. Wir haben vor zweieinhalb Jahren davor mal umgebaut für zigtausende Euro, ein Cabrio haben wir gekauft und auf einmal ist es zu gewesen. Und ich denke, Mann, was, mir fällt alles auf den Deckel. Und meine Freundin hat gesagt, du stehst ich im Keller drunten so ein ewig altes Mikrofon einmal gekauft für 200 Euro und so ein Interface, bauen wir doch ein Schlafzimmer um. Dann haben wir angefangen, aber ich schwöre, wir haben wirklich Teppiche über die Türen drüber gehängt und überall die Handtücher aufgepickt, dass es nicht reflektiert und nicht zurückhält, die Fenster mit Matratzen zerpoppelt. Ausgeschaut hat, das kannst du dir nicht vorstellen, aber es war richtig, richtig scharf. Kann ich mir gut vorstellen, um ganz ehrlich zu sein, nachdem ja ich auch aus dem Radiobereich komme. Das sei aber dahingestellt. Lieber Martin, die Frage ist natürlich, wenn das Schlafzimmer zum Studio umfunktioniert wurde, wo habt ihr geschlafen? Im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer. Ganz rudimentär? Naja, so nebeneinander. Ich habe sie fast nie gesehen in den 2-3 Monaten. Ich bin irgendwann mit der Gitarre mal umgefallen, irgendwann jeden Tag dann. Weil es war ja doch viel, kannst du dir vorstellen. Am Wasserrohrbruch habe ich auch noch gehabt im Proberaum droben, der ist gerade 5 Meter weg von mir. Dann habe ich die Balkonkonzerte gemacht, habe den ganzen Tag die E-Mails beantwortet und dann am Abend habe ich mich hingesetzt, habe geschrieben, komponiert und produziert. Also ich war 24 Stunden im Gas voll. Was für ein Album, ein ganz spezielles auf jeden Fall, hätte ich gesagt. Ich bin stolz, auf das bin ich wirklich stolz. Und ich gratuliere dir dazu, weil das muss man auch erst einmal durchhalten, einmal ein paar Monate lang. Lieber Martin, das grande Finale auf dem Album, und den Titel würde ich jetzt dann gerne mal der Radio Salzburg-Gemeinde präsentieren, ist ein Duett mit einer Osttirolerin, der Sarah de Bleu. De Bleu. De Bleu, Entschuldigung. wenn Sie das hört, rufst du dir gern. Nein, De Bleu. Ja, weißt du, das ist so 20 Jahre alt, das Lied. Ich sag dir, das soll ich nicht weiter sagen. Es ist schon 20 Jahre alt, das Lied. und die Sarah, eben vor 2 Jahren haben wir mit den Söhnen Mannheims gespielt, sie und ich. Und die Sarah hat dann gesagt, du Martin, ich würde so gerne mit dir ein Lied singen. Und das habe ich auch nicht ausgelassen und habe dann das rausgekramt, habe es umarrangiert, habe die E-Gitarre drüber gespielt und habe mir gedacht, eigentlich, das hat jetzt schon was. Und habe die Sarah angerufen und habe gesagt, Sarah, lass uns das machen. Und dann haben wir es gekriegt. Aber auch natürlich sie bei sich daheim, ich bei mir daheim, weil wir uns nicht sehen haben dürfen. Haben wir halt skyped jeden Tag und haben uns unsere musikalischen Güste vorgesungen und das ist das, was dann rausgekommen ist zum Schluss. Ganz genau so, und das hören wir uns jetzt miteinander an. Sarah de Bleu und Martin Locher im Duett. Lass die treiben, genießen Sie es. Ich hört gern, dass du halt bleibst. Die Nacht ist kalt und weit der Morgen. Chissà che ci porterai domani, stare insieme mani nelle mani. Rimani qui, lasciati andare. Denk mir zu mit deiner Zärtlichkeit, schenk mir Liebe und Geborgenheit. Bleib über Nacht und lass die drei. Da war ein Ort von Einsamkeit. Die Nacht war kalt und
das Gefühl für Bademorgen stimmt. Bleib über Nacht und lass die Träumen. Coprini cala tua tenerezza, dammi amore e sicurezza. Rimani qui, lasciati andare. Chissà che ci porterai domani, stare insieme mani nelle mani. Rimani qui, lasciati andare. Deck mi zu mit deiner Zärtlichkeit, schenk mir Liebe und Geborgenheit. Bleib über Nacht und lass die Träume. Lass die mit mir träumen. Oh, ich weiß, der Frühling, er wird bald da sein. Überhaupt, wenn man immer so schöne Töne anhört. Lass die treiben, Martin Locher. Schöne, schöne Nummer. Mit einem ganz, ganz netten Video, wie du erzählt hast. Ja, wir haben uns ein Video spendiert, weil wir so eine Freude gehabt haben mit dem ganzen Lied und dass wir gesagt haben, das ziehen wir jetzt noch. Wir haben uns testen lassen, alle mit einem Kamerateam, dass wir Wange an Wange tanzen können. Und das ist ein Augenschmaus. Ach, und ein Ohrenschmaus noch dazu. Danke. Haben wir das neue Album, das dritte Album von Martin Locher. Einfach mal reinhören. Seit letzter Woche ist es draußen. Lieber Martin, Frage natürlich, wie geht's denn jetzt bei dir weiter? Du meinst heute, dass ich heimkomme, oder? Ja, natürlich, das auch. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob es heute überhaupt noch nach Hause geht für dich. Na generell, in dem Jahr hast du irgendwie schon so Planung von Konzerten. Denkst du eigentlich überhaupt schon wieder ans Auftreten auf Bühnen, auf ganz normalen? Nein, ich bin schon ein bisschen vorsichtig. Ich habe ein bisschen Glück, weil die Arbeiterkammer zum Beispiel und der ORF Tirol, die machen Oktoberfeste und Arbeiterkammerfeste, was bucht haben schon für Herbst. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es funktioniert. Ich habe jetzt eher den Plan, dass ich mir irgendwann einmal zu zweit, zu dritt auf ein Autodach aufstelle, anbinden lasse bei den Viers und durch die Dörfer fahre und spiele. Auch eine Idee. Das Wetter wäre halt da so irgendwie zum Abklären noch vorher. Also nur bei paar frühlingshaften Temperaturen spielen wir. Mal eine andere Variante von Autokonzerten. Nein, aber wäre es generell für dich wieder denkbar, irgendwie so ich sage jetzt einmal, Autokino-Konzerte zu spielen oder so irgendwas? Ja, natürlich, alles. Ich spiele sofort. Sobald mir ein Anruf, nehme ich die Gitarre und bin schon da. Okay, apropos, haben wir gemacht. Du hast noch ein absolutes Gute mitgebracht, jetzt zum Abschluss unseres netten Gesprächs. Ein Titel, den du uns jetzt unplugged spendieren wirst. Was ist es? Ein Lied für alle Damen mit dem klingenden Namen Sophie. Oh, und das in live. In live. Lieber Martin, ich sage besten Dank fürs Dasein. Toi, 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 gesund bleiben und Ohren steif halten. Danke, Iris. Bis bald. Hat mich gefreut. Alles Gute. So schaut's aus. Leg los. Ja. Sophie, vicendo a scia spendo a fox, meine Haare riechen gut nach dir. Dein Blick ist warm und lieb, dein Lachen, genau wie alle anderen Sachen, die ich so gern hab und vermissen tät an dir. Du tust mir gut, es ist genau so, wie ich es gerne. Und so wie wir reinschauen, verändert sich nicht viel. Ich spür dich gern an meiner Seite, genieß bewusst gemeinsam gescheiten, weil viel zu schade wären, 2 Minuten ohne dich. Ich bin entspannt, deine Nähe ist wie 1000 Sonnenuntergänge. Und ich
es nicht ohne die Sophie. Der Blick ist warm und wir dein Lachen, deine Nähe ist wie tausend Sonnenuntergänge. Und ich spüre, fühle es nicht ohne die Sophie. Ohne die Sophie. Nein, ich bin rat, fühle es nicht. Nein, ich bin rat, fühle es nicht. Ohne die Sophie. Ja.